Ja, ich bin halt nur ein Ami, ne? Oder Engländer? Was ist das? Ich kann halt nicht so gut lesen wie die Deutschen. Das ist schon schwierig, so gut zu sein wie deutschen Übermenschen. Das ist schon echt hart. Was waren das überhaupt für Befehle, die ich da gefunden habe? Kann ich das irgendwo nachschauen? Nö. Was? Neutralisierte Feinde? 20. Neutralisiert. Ich habe sie voll umgeblasen. Wieso steht sowas in den Spielen? Ja, die können mich über die Wand erschießen. Moment, ich kann das einfach mal. Da, Spielzeug für euch. Was zur Hölle? Was geht da unten ab? Was haben die alle gegen mich? Ich hab noch gar nichts getan. Gut, ich habe ein paar Kameraden erschossen, aber das ist jetzt kein Grund, so aggressiv zu sein. Oder? Nein, finde ich nicht. Kann ja auch jedem mal passieren, dass außer sehen so um 20, 30 Leute erschießt. Ich meine, wenn ich jedes Mal in den Knast gehen würde, wenn ich sowas außer sehen mache, das ist bitte. Ich weiß immer noch nicht, wo Oberstmüller hin soll. Ihre Granaten. Ich habe sie mir in den Arsch gesteckt und dann abgezogen. Habe ich doch alles. Ja, ich sehe die Typen nicht. Sie schießen nur da durch zwei Wände durch. Und sprengen sie sich selbst in die Luft. Was macht ihr da? Zur Hölle nochmal. Das kann ich so genau wissen, glaube ich. Dass Oberstmüller nicht so schlau ist, durch die Tür zu gehen, für die ich die Schlüssel brauche, um hinter sich zuzuschließen. Das klingt echt schlecht. Ich sollte aufhören, so viel daneben zu schießen. Das geht auf Dauer in die Munition. Sollte vielleicht auch den Gegner ziehen, bevor ich schieße. Da, du bleibst schön da. Lauf doch nicht weg. Ich will doch nur noch nach dem Weg fragen. War hier nicht nur ein Sandpack gelegen? Nein. Hier ging es doch lang. Hier liegt noch ein Sandpack. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ein Sandkasten. So, was haben wir hier so? Für den Sieg oder so. Ja, bin ich voll dafür, den Sieg. Ist ja voll ins Schussfeld. Kein Wunder, dass ich erschossen werde, wenn hier ständig jemand ins Schussfeld läuft. Was haben wir hier so? Bitte mal umfallen. Alle immer so viel aushalten müssen. Jawohl, Schlüssel ist sichergestellt. Also. Lass doch mal stehen. Einfach mal stehen bleiben. Das macht die Sache nicht alles. Gehen die Gegner schon wieder voll ab. Was soll denn der Unsinn? Zwar nicht da durchlaufen, aber. Ich kann auf die Wand gucken. Gut, ist die Leute mal vergessen, wo ich bin. Gasmaske habe ich auch gefunden. Noch ein Erste-Hilfe-Kasten, auch wenn mir niemand mehr helfen kann. Mir zu helfen ist es viel zu spät. Mein Name
Können wir korrigieren. Hab ich da irgendwie eine Frage gehört? Wie unfair ist denn das? Die können hier irgendwie durchs Wendel schauen, schießen. Was zur Hölle? Oh, Ruhe jetzt hier. Müssen wir jetzt aggressiv werden oder was? So, wo geht's denn da lang? Oben war doch noch einer. Ich vergesse immer, dass die Sprünge und Schlagwahl die gleiche Taste ist. Wo immer den seine Munition jetzt gelandet ist. Oh, was zum Saufen? Das heilt. Einfach mal einen Schnaps saufen, wenn ihr verletzt seid oder so. Hat euch ein paar Kugeln in den Körper geschossen, einfach einen Schnaps saufen. Der Rest gibt sie wohl alleine. Kennt man ja. Also, wenn ihr noch in den 90ern geboren seid. Wenn ihr erst irgendwie so 2000 geboren seid, dann. Was ist jetzt kaputt? Was war das eben? Was war das? Ich habe Angst, dass ich das Spiel kaputt mache. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube da lang. Schnell, bevor ich das Spiel wirklich noch kaputt mache. Nein, da geht's immer noch nicht rein. Ist ich wieder hoch? Nee, da geht's ja noch mal irgendwo lang, oder? Seid ihr, ich habe das Spiel jetzt schon kaputt gemacht. Da geht's noch lang. Oder auch nicht? Hä, hey, da geht's doch noch mal irgendwo lang. Bin ich jetzt total bescheuert? Ja? Was? Okay. Scheinbar nicht. Dann vergessen wir das einfach. Für den Sieg. So, was wollte ich jetzt sagen? Ach, richtig, wenn ihr irgendwie so 2000 irgendwas geboren seid, dann heilt ihr euch vermutlich schon alleine. Ihr müsst nichts mehr saufen. Dann braucht ihr euch nur so 2-3 Sekunden irgendwo hinterher verstecken, dann könnt ihr weiter in die Schießerei gehen. Ganz klar. Frage, wird nicht so lang. Sollten wir mal Schilder aufstellen? Ich glaube, ich muss wieder hoch. Aber ich will auch runter. So, einmal im Kreis gedreht. Und dann ab ins Dunkel. Sollten wir wirklich mal Lichter aufstellen? So ein bisschen hell, wisst ihr? Helle, freundliche Farben anbringen. So wie draußen der blaue Sternenhimmel. Hier war nichts mehr, oder? Nein. Nö. So. Wie ist denn da jetzt weiter? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt werden die Missionen langsam wirklich lange. Hier schon mal nicht. Was? Jetzt hier weiter, vielleicht da unten. Vielleicht muss ich jetzt da unten weiter. Vielleicht muss ich auch einfach gegen die Wand laufen, bis ich durchglitsche. Nein, die Türen sind alle zu oder nur aufgemalt. Wer weiß das schon genau. Kennt man ja im Zweiten Weltkrieg, wurden die Türen öfters nur aufgemalt, um den Feind zu verwirren. Gefahr. Ich liebe die Gefahr. Bin ich da nicht runtergesprungen? Ja, ich habe die Gasmaske und jetzt? Da bin ich am Anfang hergekommen. Warum muss ich da jetzt wieder zurück? Ups, falsche Taste. Oberst Müller ist tot und ich komme da nicht mehr zurück. Ich hoffe, ich muss da nicht jetzt zurück, weil da komme ich nicht mehr zurück. Verdammt. Wo muss ich denn jetzt hin? Mal gucken, was ist da noch? Klo. Richtig, habe ich vorhin reingeschissen. Vielleicht hier? Nö.
Herkules Dach. Hab ich doch irgendwo was übersehen. Verdammt. Moment, vielleicht jetzt hier? Nö. Was zur Hölle? Will sie mich verarschen? Also wieder zurück. Spielzeitstreckung. Ach, scheiß Gekrieche. Es ist noch langsamer als es gelaufen. Das ist schon viel zu langsam. Und diese Grafik, wollen diese Grafikfehler so sein? Oder liegt das wirklich nur an meiner PlayStation? Sowohl als auch. Was ist denn da lang? Okay, aber wir können da nicht durch. Hier geht's auch nicht rüber, weil es ist ein Haufen Schutt. Da können wir unmöglich drüber. Das Netz kaputt. Hallo? Was ist denn jetzt los? Er reagiert nicht mehr auf meinen Controller. Ein Moment, ja? Okay, sollen wir während des Spiels die Controller raus und wieder einstecken? Ich glaube nicht, oder? Hat auf jeden Fall funktioniert. Weiter geht's. Was auch immer er gerade wollte. Reicht doch voll nicht an der Tür. Ich könnte schwören, ich wäre an dieser Tür gewesen. Ende des Levels erreicht. 64 Feinde neutralisiert. Langsam wird's skurril. Ich soll das Spiel besser schnell beenden, bevor die PlayStation explodiert. Ausgezeichnet, warum auch immer. Keine Ahnung warum, aber passt schon. Na komm. 50%, hey. Das ist ja wirklich fast schon die Hälfte. Weiter, mein Freund, weiter. Wir haben es eilig. Unglaublich, unsere schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Müller hat Schmerzen in eine Giftgasfabrik verwandelt. Du musst schockiert gewesen sein, als dir klar wurde, was dort vor sich geht. Ach so. Aus Schmerzen wird ein offenbar neues, tödliches Senfgas hergestellt. Das ist das letzte verzweifelte Versuch, die alliierten Streitkräfte am Überschreiten der deutschen Grenzen zu hindern. Hallo? Ach nö, warum denn jetzt schon wieder? Der Oberst war immer ein blühender Befürworter des erneuten Einsatzes von Senfgas. Dies ließ selbst seinen engen Vertrauten an seinem Verstand zweifeln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er ein böser, kranker Mann ist. Mir war jedoch nicht klar, dass er so weit gehen würde. Dazu also den Stuka-Bomber. Er sollte das Kampfgas direkt über unsere Streitkräfte abwerfen. Unser Ziel ist, ihn mit seinen eigenen schrecklichen Waffen zu schlagen. Den habe ich doch schon getötet, oder? Dringe in die unteren Bereiche der Festung ein und öffne die beiden Hauptventile. Dadurch wird Ethylen und Schwefelchlorid in das Belüftungssystem der Festung geleitet. Sobald sich beide Gläser vermengen, verwandelt sich die Festung in ein Massengrab. Nette Frau. Die gefällt mir. Wo kann ich so eine finden? Der Kampf geht weiter, ja. Nicht, wenn die PlayStation vorher explodiert. Warum den Alarm? Ich hab noch gar nichts gemacht. Es gibt doch wenigstens mal Gelegenheit, euch alle zu töten. Bevor ihr gleich evakuieren wollt. Na komm. Ein Schuss schon verschwendet. Einmal wissen sie das. Mit Senfgas? Eine Tube Senfgas zum Frühstück. Immer wieder schön. Was hast du? Genug von was? Wir haben seine Maske weggeschossen. Ja, bin ich gut. Naja, mach mal weiter. Was auch immer er hat.
bin echt voll vorbeigeballert erstmal, ne? Wir haben ja die Munition. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Munition. Hier leuchtet ein rotes Licht. Weil... Die hängt auch halb in der Wand drin. Das Gorilla-Spiel. Was? Ich hab eben eine Handgranate gehört. Macht mir ganz in Angst. Bist du mal weg hier? Da drüben ist auch noch einer. Hab ich ihn erwischt? Nicht richtig. Außerdem ist mir doch scheißegal, was die hier herstellen. Das hat mich auch nicht schockiert, weil... Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig töten? Über den Kackgranaten? So stelle ich mir das vor. Ich stehe hier schön in Sicherheit, die kommen einer nach dem anderen und lassen sich niederschießen. Diese Taktik sollten wir fortsetzen, hat sie als effizient erwiesen. So, wo muss ich denn hin? So unminiert. Fall halt doch langsam. Schnauze da unten. Hier beschäftigt, stört sich nicht. Ja, sie können durch die Wand schießen, ich nicht. Scheiß Cheater hier. So, was geht los? Was scheint denn hier? Ich glaube, man hier stehen könnte. Toll, die töten sich gegenseitig. Sie haben erkannt, dass sie keine Chance gegen mich haben. Soll es gut sein? So wie dein Kollege. Sei brav und stark. So haben wir uns vorgestellt. Ich glaube, ich nehme erstmal den anderen Weg. Ja, das scheint mir gerade sympathischer. Zum Beispiel, weil er in einer Sackgasse endet. Ja, da liegt noch was. Merkt ihr euch, wie der gegenseitig in die Luft? Wenn es sehr recht, muss ich. Muss doch mal ein Stück weg. Hier schon wieder Sachen in den Fliegen, die gar nicht sein dürften. Ist das normal in diesem Spiel? Scheinbar. Munition, oh, für die Schurkfliege, jawohl. Die MP. Umstellt in den Ich warte erstmal, bis eure Leute sich hier gegenseitig granatisiert haben. Und Messi, dann der Stoff in den Rest wieder. Hallo? Ich bin ja voll ins Gesicht geschossen. Hau da wieder ab, die feige Sau. Eigentlich noch Munition, also. Die brauche ich zwar momentan nicht, aber. Man weiß ja nie, ne? Weil meine Flinte leer ist. Weil, wenn ich weiter so viel Munition für das Ding finde, wahrscheinlich nie. Hallo, bleibst du mal stehen? Jawohl. Schön, dass wir gleichzeitig die gleiche Animation haben. Was haben die? Ich verstehe nicht, was die da sagen. Die Durchsagen sind viel zu leise. Ich muss mal mit dem Typen, der die Durchsagen macht, sprechen. Ich muss mal mit dem lauter reden. Merkt ihr denn nicht, dass die niemand versteht? Oder habe ich einfach nicht so gute Ohren wie deutsche Übermenschen?
Könnt ihr bitte mal sterben? Ich habe eine Gasstollen, glaube ich, entdeckt. Oder? Ethylen strömt aus. Verlasse die Festung. So, was war denn da hinten noch? So, das ist bloß der Weg hier hin. Was ist denn da noch? So, heil.